Guten Tag, Herr Stalder. Wenn Sie sagen, eine Volkskultur, die neu am Entstehen ist, was wird die auszeichnen? Die zeichnet aus, dass die Unterscheidung zwischen dem Produzenten und dem Publikum sehr schwach ist. Das heißt, dass auch normale Menschen, die sich nicht als professionelle Künstler oder Kulturschaffende sehen, eben teilnehmen an der kulturellen Produktion, selber Inhalte erstellen, diese teilen mit anderen, die ihren Freunden, ihrer Community zur Verfügung stellen und so ein Geben und Nehmen von Kultur entsteht, dass es eben nicht mehr geprägt ist durch das Klassische. Wir haben auf der einen Seite die professionellen Produzenten, auf der anderen Seite das Publikum, das im Wesentlichen schweigend die Kultur rezipiert. Es gibt ja da durchaus ein paar Ängste. Viele sprechen so ein bisschen kulturapokalyptisch von einer Banalisierung unserer Kultur, durch das einfach jeder irgendwie zum Produzenten werden kann und keine klare Aufteilung ist zwischen Künstler und Rezipient. Wie sehen Sie denn das? Das sehe ich überhaupt nicht, weil ich denke, nach wie vor ist es natürlich schwierig, gute Kunst zu machen, ein gutes Buch zu schreiben, eine gute Musik zu machen, ist schwierig. Und etwas, das viele Leute erreicht, ist nach wie vor nicht einfach zu machen. Aber eben, wir haben dazu neue Möglichkeiten in einem privaten, halbprivaten Raum, beispielsweise eben in einer Community, die sich über Facebook organisiert oder über sonstige soziale Netzwerke, Blogs und andere Dinge, dass dort eben auch andere Leute zum Zug kommen und ihre Kultur produzieren können. Und das finde ich zunächst eigentlich mal eine positive Situation. Diese klassische industrielle Situation, wo wir weniger Produzenten haben, die in großen Massen identische Produkte hergestellt haben und dann eine breite Masse an Konsumenten, die diese identischen Produkte mehr oder weniger passiv konsumiert haben, das scheint mir eigentlich kein gutes Bild für die Kultur zu sein. Welche Rolle spielt denn so eine Plattform wie The Pirate Bay, aktuell ja mit einem Dokumentarfilm im Gespräch, in der Remix-Kultur? Ich glaube, die spielt eine sehr große Rolle. Einerseits, weil sie eine Vertriebsplattform macht für Inhalte, die jetzt eben nicht industriell hergestellt sind und die sind trotzdem hochgradig effizient zu erreichen. Das ist die eine Seite. Also für einen neuen Vertriebskanal für unabhängige Inhalte. Auf der anderen Seite liefert sie natürlich das Rohmaterial, um nachher remixen zu können. Also ich kann einen Film runterladen, das mag zwar jetzt nicht legal sein, aber es wird massenhaft gemacht und aus diesem Film kann ich Dinge rausnehmen und sie neu zusammenstellen und dann eben über YouTube oder eben wieder über Pirate Bay oder andere BitTorrent oder Vertriebskanäle wieder zur Verfügung stellen. Ich glaube, es hat eine sehr große Wirkung, einen sehr großen Einfluss, einfach damit, dass die Sachen verfügbar macht. Und in dem Moment, wo Sachen verfügbar werden, beginnen Leute auch damit herumzuspielen. Noch mehr anders gefragt, was überwiegt, wenn zum Beispiel der neue Tarantino Django auf einer BitTorrent-Seite kostenlos zur Verfügung steht, überwiegt da der kulturelle Mehrwert oder überwiegt da der Verlust, den die eigentlichen Rechteinhaber haben? Das ist extrem schwierig zu sagen. Was wir sehen, ist sicher eine gewisse Verlagerung des Geschäftes hin zu Momenten, die nicht kopiert werden können. Also was wir sehen, beispielsweise in der Musikindustrie, ist eine Verlagerung weg von der CD als Träger und Hauptgeschäftsfeld hin zu Live-Act, zu Konzerten und ähnlichen Dingen. Und da, glaube ich, besteht eine positive Synergie zwischen diesen beiden. In dem Sinne, dass wenn Kopien endlos verfügbar werden, dann werden sie auch so ein bisschen beliebig und dann entsteht ein Bedürfnis nach Momenten, die eben nicht beliebig sind, sondern die speziell sind, beispielsweise bei Konzerten. Und wir sehen im Kino eine Innovationswelle mit 3D, die eben versucht, wieder Momente zu schaffen, die einmalig fürs Kino sind. Und da, glaube ich, ist eigentlich die Balance alles in allem positiv. Wobei natürlich für gewisse Akteure, beispielsweise die Musiklabels, die sich darauf verlegt haben, in großen Stückzahlen identische Produkte herzustellen. Für die ist es eine schwierige Situation, keine Frage. Es gibt auch Leute, wenn man zum Beispiel den Musiker Girl Talk anschaut, der so 2005, 2006, 2007 eigentlich die Mashup-Kultur wahnsinnig groß gemacht hat und bis zu 12 Songs in einen gepresst hat, was natürlich erstmal ein sehr, sehr respektabler Akt ist, einfach diese Frickelarbeit zu machen. Aber Leute, die draufschauen und weg von dem Hype sich das mal so analytisch durchdacht haben, sagen, dass es eigentlich eine sehr sterile Kunst ist. Also, dass so ein Mashup wahrscheinlich niemand anderen mehr inspirieren wird, irgendwas Neues zu schaffen, sondern dass es eigentlich eine Sackgasse ist. Wie sehen Sie das?
Das glaube ich nicht, weil was wir sehen, ist, dass vielleicht der Mashup direkt nicht mehr die Grundlage ist, nachher für weiterzuarbeiten. Aber ich glaube, es inspiriert viele Leute, selber aktiv zu werden. Es inspiriert viele Genres. Also wenn wir sehen, was in der Musik in den letzten Jahren passiert ist, dann ist sehr viele Genres entstanden, die aus merkwürdigen Kombinationen von Dingen, die wir vielleicht bisher als getrennte musikalische Welten angesehen hätten, entstanden sind. Ich glaube, da entsteht absolut eine Kultur und die ist auch inspirierend, vielleicht in eine andere Art. Aber die Idee, dass jetzt mit dem Mashup eine vollständig neue Situation entstanden ist, die ist falsch. Jedes kulturelle Werk enthält Spuren und Elemente anderer kultureller Werke, sonst geht das gar nicht. Es gibt einen ganzen wissenschaftlichen Zweig, die sich mit der Forschung über Referenzen in klassischer Musik beschäftigt und beispielsweise bei Mozart eine ganze Vielzahl von Zitaten und Übernahmen nachgewiesen hat, teilweise aus anderen Werken, teilweise aus Werken seiner Zeitgenossen. Und diese Idee, dass es dieses Kunstwerk gibt, das in sich geschlossen ist, das keinerlei Verbindung zur Außenwelt hat, die ist von Anfang an ist das eine falsche Idee. Und was wir jetzt mit dem Mashup sehen, ist, dass diese Übernahmen, diese Referenzen einfach viel expliziter werden und dass das damit zu tun hat, dass das Publikum das auch lesen kann inzwischen. Sie haben Tarantino angesprochen, der besteht ja eigentlich nur aus Referenzen, aus Zitaten, aus Verweisen. Und wenn man sich ein bisschen in der Filmgeschichte auskennt, dann hat jeder Tarantino-Film noch eine zweite und eine dritte Ebene, die eigentlich das Interessante an den Filmen ausmachen. Also diese Idee, dass man übernimmt, dass man zitiert, dass man sich verändert, das ist eigentlich eine Grundmethode, wie Kultur entsteht. Nur so können wir sie überhaupt verstehen. Nur so sehen wir auch, wo etwas Neues entsteht in der Abgrenzung zum Alten. Was die Remix, die digitale Kultur einfach macht, macht das A viel expliziter und B, es erlaubt es einer viel größeren Zahl von Menschen an diesem Prozess teilzunehmen. Das ist eben das, was ich als neue digitale Volkskultur sehe. Man stellt sich bloß einmal vor, Mozart wäre von irgendwelchen französischen Fürsten und Musikmäzenen aufgrund der Urheberrechte, die sie tragen, verklagt worden. Er hat nicht einmal die Zauberflöte komponiert, wahrscheinlich am Ende. Wir haben ein großes Problem heute, dass wir viel zu viele Werke und das Urheberrecht stellen. Das Urheberrecht war ursprünglich für Werke der Literatur, Kunst und Wissenschaft gedacht. Heute ist aber jeder Werbejingle, jedes Supermarktabziehbildchen, jede kommerzielle Dutzendware ist unterm Urheberrecht. Und gleichzeitig werden diese Urheberrechte immer stärker durchgesetzt. Das heißt, es wird immer weniger möglich, sich mit der Umwelt, die ja ganz großen Teils aus kulturellen Produkten besteht, und wenn wir uns in digitalen Netzen bewegen, dann besteht sie nur aus kulturellen Produkten, sich mit dieser Umwelt frei und kreativ und selbstbestimmt auseinanderzusetzen. Und das ist ein großes Problem, nicht nur eben für diese digitale Volkskultur, weil die macht das sowieso und das ist zu zahlreich und da sind zu viele Leute involviert, dass man da jede einzelne Handlung strafrechtlich verfolgen könnte. Wir sehen ja, dass auch diese großen Abmahnwellen, die ja im industriellen Maß in mehreren hunderttausend Abmahnungen pro Jahr gemacht werden, dass die kaum einen Einfluss haben auf diese millionenfachen neuen Nutzungen, die teilweise eben an der Grenze der Legalität stehen. Das hat auch damit zu tun, dass wir eine Verschiebung sehen. Früher konnte ich quasi in meinem Zimmer, im privaten Rahmen, konnte ich eine Pinnwand machen mit allen Stars. Da konnte ich die Poster konnte ich verschneiden und kollagieren, wie ich will. Wenn ich das heute dasselbe auf Facebook mache, ist es eine rechte Verletzung, weil Facebook nicht mehr privat ist, aber nicht gefühlt ist es immer noch meine Seite, die ich mit meinen Freunden teile. Also wir sehen, dass wir hier Probleme haben auf sehr, sehr grundsätzlicher Art und Weise, die einerseits eben diese neue Volkskultur behindern, aber gar nicht mal so stark, weil, wie gesagt, die macht das einfach. Aber es verhindert eben vor allem auch professionelle Produzenten. Das ist ja genau dieser Kampf Copyleft, also die freie, offene Volkskultur und Leute, die für Open Source eintreten, iRights etc. Und auf der anderen Seite Copyright, also die Urheber,
und die Vertreter des Urheberrechts. Wie sehen Sie da gerade das Mächteverhältnis oder beziehungsweise wie wird denn der Kampf ausgehen? Wir befinden uns im Moment ein bisschen in einer Sackgasse. Wir haben zwei sehr radikale Positionen. Die eine sagt, das Urheberrecht ist zu einem Instrument der Zensur geworden, was eine nachvollziehbare, quasi individuelle Erfahrung ist, wenn beispielsweise eben Dinge aus meiner Facebook-Seite verschwinden oder Videos auf YouTube gelöscht werden, ohne dass ich weiß, warum. Auf der anderen Seite haben wir eben diesen Kulturpessimismus und diese Angst, dass hier eine Enteignung stattfindet. Mein Eigentum wird jetzt quasi allen zugänglich gemacht. Und wir müssen aus dieser Sackgasse herauskommen, weil ich denke, langfristig, wenn das Urheberrecht von einer immer größeren Anzahl von Personen als ein Zensurmittel gesehen wird, weil sie in ihrer eigenen kulturellen Produktion ganz anders unterwegs sind und das nur noch als eine problematische Einschränkung ihrer eigenen persönlichen, privaten Identitätsbildung und Kreativität sehen, dann findet hier ein schleichender Delegitimierungsprozess statt. Und das ist für die professionellen Künstler ist das nicht gut. Das heißt, es ist auch im Interesse der Künstler, hier eine neue Balance zu suchen, die einerseits ihre Werke schützt, andererseits diese legitimen Nutzungsformen, die jetzt durch die Digitalisierung und Vernetzung entstehen, auch möglich macht. Herr Stolder, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.